Und wünsche einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Live Trading bei FX Flat. Heute wieder mal mit Heiko Behrendt. Ja, vielen Dank, Heiko, dass du dir die Zeit nochmal nimmst, mit uns die Veranstaltung heute zu machen. Und mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Bevor ich jetzt an den Heiko übergebe, muss ich natürlich einmal den Risikohinweis mit Ihnen besprechen. Diese Veranstaltung dient nur zu Schulungszwecken. Bitte den Risikohinweis lesen und zur Kenntnis nehmen. Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen und die Veranstaltung heute nicht als Empfehlung verstehen. Und dann darf ich schon mal ankündigen, bevor dann am Ende vielleicht einige schon wechseln. Wir werden die Veranstaltung nochmal am 5.12. wiederholen. Das wird dann demnächst auf der Webseite sein und können Sie sich dann entsprechend nochmal anmelden. Ja? Super, dann übergebe ich jetzt, wünsche viel Erfolg, viel Spaß. Ja, wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen da draußen an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, muss man ja auch sagen. Ne? Wir haben auch immer viele Traderinnen auch ja mit dabei. Ja, nochmal ganz kurz, vielen Dank auch an FX Flat, dass ich hier wieder dabei sein darf und auch heute auch FX Flat sozusagen die ersten sind, die auch die Neuerungen sehen und der Nelson ja gestern auch überrascht war. Ja, ich habe mich mit dem Dirk wieder zusammengesetzt und mein Lieblingsprogrammierer, ja, wo andere Leute scheitern, die mir was programmieren sollten, sagte Dirk, mach ich dir in 5 Minuten, also total super. Ich werde darauf dann eingehen und das Schöne für mich ist halt einfach, dass auch ein gewisses Thema einfach vom Tisch ist. Ihr seht das jetzt hier, das ist mein Screen. So sieht es aber bei mir zu Hause aus auf dem Screen. Das heißt, ich habe einen 30-Minuten-Chart offen, ich habe einen 5-Minuten-Chart offen, ich habe einen 1-Minuten-Chart offen. Und in diesem 1-Minuten-Chart hat sich jetzt was verändert. Ihr könnt es vielleicht unten schon sehen. Box-Setup steht da von Skype Trading, also von meiner Homepage oder ja, was ich ja auch lebe, das Thema. Und rechts seht ihr den Future und das ist der Ninja Trader. Und ja, auch FX Flat hat ja über CapTrader auch eine Kooperation mit dem Ninja Trader. Ist auch sehr interessant, das ganze Thema. Wie gesagt, ich nutze den Ninja Trader schon sehr lange. Und von daher seht ihr hier noch den Future auf der rechten Seite. Und ja, da gucke ich halt immer mal mit rein. Ist aber jetzt auch nicht so, dass ich die ganze Zeit da drauf gucke. Ja, also viele, die ja Orderflow und so Gedöns da machen, gucken da sehr, sehr scharf da drauf, aber und versuchen dann da was rauszulesen. Das ist auch alles richtig, funktioniert auch. Aber man muss halt auch sehen, so wie, wenn man jetzt hier die Flut an Zahlen sieht und die Informationen, die auf einen reinprasseln, muss man das auch schon für sich sortieren und ist das gar nicht so einfach. Ja, und wenn ich nicht verstehe, warum das gerade so passiert, wie es passiert, dann bringt mir auch dieser Orderflow keinen Mehrwert. Aber dennoch, ich habe ihn immer offen, um einfach gewisse Sachen zu sehen. Was ich gestern im Dow Future mal so eine 500-Kontrakte-Order zu sehen, ja, wie der Markt dann vor so einer 500-Kontrakte-Order wegrennt, das sind schon ein paar Millionchen, die dann da ins Buch reinkommen. Das ist halt ganz interessant und vielleicht sehen wir nachher nochmal eine interessante Situation, die ich aus dem Orderflow herausnehmen kann und dennoch dann halt im CFD-Chart umsetze. Aber wie gesagt, so sieht mein Setting aus. Auf der rechten Seite sieht man dann noch das Volume Profile, das was auch wir hier im Stereo Trader haben auf Tick-Basis, ja, dieses Volume Profile, was wir hier uns auch ja einblenden können. Ja, was möchte ich eigentlich heute machen? Ich möchte zum einen mal ja auch live handeln, logischerweise. Wir haben ja 2 Stunden Zeit. Ich möchte aber euch auch hier, ich habe heute hier schon meinen Trade abgesetzt, euch auch meinen neuen Indikator vorstellen, den mir dankensweise der Dirk den mir der Dirk ja programmiert hat, ja, und finde ich total klasse, super toll, dass das jetzt programmiert wurde. Und wir gehen erstmal drauf ein, was ihr jetzt in der Mitte seht. Ihr seht in der Mitte den 1-Minuten-Chart und dahinter farblich die Kerzen im 5-Minuten-Chart. Und ich habe da früher mal einen kostenfreien Indikator empfohlen, der nennt sich M-Candles. Und wirklich, also fast jeden Tag schreibe ich eine E-Mail, wo ich den Link reinkopiere zu diesem Indikator.
So, und der Dirk hat das auch programmiert, aber der Dirk macht das dann nicht so einfach, sondern viel besser. Denn das Schöne, ich möchte darauf eingehen, man kann hier sich A, die Zeiten einstellen, wie viel, also von wann bis wann man überhaupt diese Kerzen sehen möchte. Können man jetzt 8 bis 22 Uhr eintragen. Man kann die Anzahl der Tage hier einstellen und der Faktor 5 zeigt einfach, man hat gerade den 1-Minuten-Chart offen. Faktor 5 heißt dann 5-Minuten-Kerze. Wenn ich halt hier 10 Minuten einstelle, ja, dann habe ich einen 10-Minuten-Chart im Hintergrund. Ja, und so habe ich halt immer eine Idee, wie das dann halt gerade läuft. Ne? Also wie gerade die Kerzen laufen. Ja, wenn einen das als Candle hier stört, kann man ja für sich auch dann, weiß ich, auf den Bar-Chart hier klicken. So, und dann sieht man halt, wie halt der 1-Minuten-Chart innerhalb der 10-Minuten-Kerze läuft und ist eigentlich immer ganz interessant. Also ich fand es schon immer interessant, das ineinander verschachtelt zu sehen. Und wie gesagt, ich muss jetzt den M-Candles nicht mehr empfehlen, weil ich kann jetzt sagen, der ist da drinne. Und warum ist der viel besser? Aus dem ganz einfachen Grund, weil er sich alles merkt. Das heißt, wenn ich jetzt den M-Candles herholen würde, und ich würde dort die Zeit verändern, dann würde sich das nicht mit verändern. Aber der Dirk als Überprogrammierer, der hat natürlich gesagt, okay, ich mache dir das mal auf alle Fälle besser, das Teil. So, das heißt, wir sehen jetzt hier, ich habe jetzt auf den 5-Minuten-Chart geklickt. Hier ist jetzt der Faktor 14. Wenn man jetzt zum Beispiel 12 einstellt, dann hätten wir eine Stunde. Ja, eine Stunde. Und wir würden jetzt sehen, wie sozusagen der Markt im 5-Minuten-Chart innerhalb der 1 Stunde gelaufen ist. Und das ist natürlich total super. So, und das Coole ist, wenn ich jetzt zurückgehe in den 1-Minuten-Chart, ich hoffe, es klappt. So, zack, steht hier wieder Faktor 10. Im 5-Minuten-Chart steht Faktor 12. Das heißt, der gute M-Candles-Indikator merkt sich alles. Finde ich geil. Ja? Das heißt, wer jetzt sagt, ich möchte gerne wissen, wie innerhalb der Tag oder wie innerhalb von den letzten 4 Stunden oder so, oder wie der Tag halt die Stundenkerzen in dem Tag laufen oder wie die 30-Minuten-Kerze innerhalb der Woche laufen. Das kann man sich ja alles einstellen. Man muss nur den Faktor berechnen, also wie viel man sehen möchte in der Kerze. Und dann hat man das. Und der merkt sich alles. Ja, so. Dann gibt es hier noch einen ganz, ganz kleinen Punkt hier vor diesem RT. Und da könnt ihr hier einstellen, wenn euch das nicht gefällt, seht ihr das, ihr habt jetzt dazwischen so eine kleine Lücke. Die könnt ihr anmachen oder ausmachen. Ich finde das so besser, aber wer sagt, nee, ich möchte das mit der Lücke, der macht sich das so. Ja, und wie gesagt, ich habe halt immer M, das und Faktor 5, ne, und das merkt er sich. So. So, und jetzt könnt ihr hier sagen, gut, so läuft der 1-Minuten-Chart hier im 5-Minuten-Chart. Ja, finde ich total super. Genau, und da habt ihr das. Und das passt sich dann auch farblich alles an und ihr könnt dann entscheiden, wie ihr das halt dann darstellen lassen wollt. Ne? Genau. Und wie gesagt, das ist für euch kostenfrei, weil der andere Indikator ist ja auch kostenfrei. Ist das für euch kostenfrei? Ab jetzt weiß jetzt nicht, ob ihr jetzt dann nochmal aufgefordert werdet, eine neue Installation zu tätigen, aber ist für euch kostenfrei einfach mit im Stereo Trader mit enthalten. Ja? Also, wie gesagt, ihr habt ja bei FX Flat, Stereo Trader. Ich weiß jetzt nicht, ob man das jetzt nochmal neu updaten muss. Der Doc wird es bestimmt nochmal sagen. Ja? Vielleicht. Genau, also es wird in den Installationsmanager reinkommen und ihr habt kostenfrei. Oh, kriege ich gleich Gänsehaut. Ah, finde ich total super. Also wie gesagt, also hat mich echt gefreut, dass der Doc das gemacht hat. Dessen nicht genug. Ja, ich habe seit Ewigkeiten ein sogenanntes Box-Setup. Also wer mich kennt und meinen Service länger kennt und mein Guidance-Stream kennt, der kennt auch das Box-Setup. So, und ich habe das Box-Setup, das immer zu erklären, das war halt auch mühsam und so weiter. Und daraus ist jetzt das eigene Add-on entstanden. Das wird sicherlich vielleicht auch nochmal größer werden, wenn ich noch mehr Zeit habe. Aber daraus ist ein sogenanntes Add-on entstanden, was das Box-Setup jetzt als Signal darlegt. Ich werde das Box-Setup gleich nochmal erklären. So ein bisschen. Und wie gesagt, wir haben es jetzt erstmal programmiert und es wird als eigener Bestandteil, so wie es ja auch die Sportstrategie gibt oder Forex Pro gibt oder von Oliver Klemm, das Volume Profile wird es das als eigenes Heiko Behrendt Add-on geben. Ne? So, und das Coole ist, dieses Add-on, ich liebe dieses Box-Setup, ja, und ich habe bei mir in meiner Community, wo ich halt sehr aktiv bin hier auf Guidance, ja, das sind mittlerweile jetzt 5.600 Follower. Und
Ich kopiere mal den Link einfach rein. Also wenn ihr Lust habt, auch über den DAX mitzudiskutieren, ich weiß, klar, ich will jetzt hier keinen beim von Doc seiner Gruppe ja, abwerben, aber so. Aber es ist halt, wie gesagt, für mich hier, es ist sozusagen meine, ich sage mal, die Teeküche, ja, wo ich mit sehr vielen Leuten auch diskutiere und viel bespreche. Und mir gefällt einfach hier das Layout besser wie jetzt bei so einer Facebook-Gruppe. Aber dennoch, wie gesagt, am Ende ist ja wurscht, wo man sich trifft und unterhält. Ja, Hauptsache, man kann sich so ein bisschen hier unterhalten. Und die Leute, ich habe ja einige Leute dabei, die handeln nur das Box-Setup. Ja, und ich stelle das mal ganz kurz vor, denn ich habe heute nach diesem Box-Setup schon einen Trade gemacht. Und zwar ist das dann hier unten. Und ich werde mal, bevor ich jetzt das Signal anmache, am besten mal das Box-Setup so ein bisschen erklären, also die Historie von diesem Box-Setup, damit er das vielleicht versteht. Zum Hintergrund, ich handle dieses Box-Setup seit über 6 Jahren und das kontinuierlich. Und ich habe damit tolle Erfolge. Heute habe ich auch schon den ersten erfolgreichen Trade damit abgesetzt. Gestern zwei sehr schöne Trades damit gehabt. Also das Ding funktioniert halt einfach. Ja. Und warum es funktioniert, ich kann es jetzt nicht 100% erklären, aber es funktioniert. Ja, und deswegen möchte ich so ein bisschen erklären, wie es entstanden ist und werde das mal kurz hier ein bisschen zeigen. Vielleicht hat der ein oder andere festgestellt, dass er so ein Fehltrade auch immer mal hat oder dass er vielleicht jetzt merkt, okay, eigentlich handle ich auch so, aber weil dieses Box-Setup ist ein Fehltrade, ist aus einem Fehltrade entstanden. Ja? Und ganz kurz zur Historie. Es heißt deswegen bei mir Box-Setup, weil es kommt aus dem Ninja-Trader. Ich will es nur ganz kurz mal zeigen. Ich glaube, ich habe den Chart da. Wartet mal. Das habe ich jetzt nicht wirklich gut vorbereitet, aber das hier ist der Chart. Wartet mal. Muss ich selber mal gucken. So, genau. Also da aus dieser Konstellation heraus kommt das ganze Ding. So. Das heißt, man sieht halt, dass der 5-Minuten-Chart nur als Box dargestellt wird, denn es fehlen hier die Lunden und Dochte. Ja, es wird einfach nur vom Hoch zum Tief einfach eine Box dargestellt. Und deswegen ist das bei mir zu einem Box-Setup geworden. Und was ich halt festgestellt habe, ist, mit dieser Darstellung ist mir das erste Mal aufgefallen, dass ich halt irgendwie manchmal Fehltrades produziert habe. Nach gewissen Setups, die ich dann, ja, die ich mir hätte sparen können, ne, mit dem heutigen Wissen. Ja. Wie gesagt, ganz wichtig oder wichtigste Voraussetzung auch für jeden, nicht nur jetzt für mich, ist allgemein jetzt gesprochen, man sollte ja über sein Trading Tagebuch führen. So. Und ich habe da meine Trade-Auswertungen gemacht. Meine Trade-Auswertungen gemacht und habe halt festgestellt, dass ich bei einem Setup dauernd auf die Fresse bekomme. Ja. So, es ist ja nicht alles immer toll, deswegen ich zeichne es mal ganz kurz her, damit ihr das einfach versteht. So ein bisschen ich denke, wenn man die Historie versteht, dann weiß man auch dieses Setup einfach besser einzuordnen. Ja, und wie gesagt, also wir beginnen, wir haben einen Trend, ich zeichne das jetzt relativ einfach. Wir haben einen Trend, ich zeichne das jetzt auch mal als Box so. Und dann irgendwann ist der Markt gefallen, das heißt, wir sehen dann fallende Kerzen. So, eine fallende Kerze, nochmal eine fallende Kerze. Jetzt mache ich hier eine etwas kleine Kerze hier hin. So, machen wir es so hier und so ein Doji. So, ja, so. Und dann gab es früher ein Setup, das gibt es heute noch, das Setup, was ich auch schule, vermittle. Habe ich jetzt erst bei der Skype-Trading-Reihe für Einsteiger ist dieses Setup dabei, nämlich der Einstieg im Trend. So, das heißt, ich habe dann hier im 5-Minuten-Chart gesagt, Einstieg im Trend, wir steigen hier drüber ein. Wenn der Markt da drüber geht, dann steigen wir ein. So, und was ist passiert? Der Markt hat mich, ich zeichne das jetzt mal so, der Markt hat mich hier getriggert. In der ersten Minute, ich zeichne das mal als kleine grüne Kerze, hat mich in der ersten, oh, halt, muss ich so machen, hat mich in der ersten, ich zeichne es so, hat mich in der ersten Minute getriggert, der neuen 5-Minuten-Kerze getriggert und dann ist der Markt nach unten gefallen. So. Und dann nochmal nach unten, ne, im 5-Minuten-Chart, da hat er mich hier unten ausgestoppt, weil hier unten mein SL lag. Ja, also hier unten war der Stop-Loss. So, und da dachte ich mir, ey, was ist denn das für ein Scheiß, ne? So, und dann ging die nächste 1-Minuten-Kerze 1, 2, 3, 4 und die nächste dann wieder hoch. So, das heißt, die Kerze dahinter, die dahinter steht, ist eine rote Kerze gewesen, die halt so aussah, wenn man sie jetzt hier einzeichnen würde, so sah sie aus und hatte
halt oben unten noch ein Docht, also so, ja, so. Und da dachte ich mir, ey, was für ein Scheiß, ne? Und ich habe halt ganz oft festgestellt, dass ich in der ersten Minute getriggert wurde und danach gleich ausgestoppt wurde. Und das passierte mir halt sehr, sehr oft. Und irgendwann habe ich gesagt, ey, jetzt drehe ich mal den Spieß um und ich gehe genau gegen diese Kerze. Und daraus ist dieses Box-Setup entstanden. Zur Erklärung für das Box-Setup, damit man es ein bisschen versteht, ist, wir brauchen eine 5-Minuten-Kerze. Wir brauchen eine 5-Minuten-Kerze. Wenn diese Kerze hier am Tief schließt, die Kerze schließt am Tief hier hin. Dann muss die erste Minute so aussehen, dass wir, halt, muss die erste Minute so aussehen. Ich mache mal die Signalkerze grün. Also eine Hammerkerze im 1-Minuten-Chart wäre ideal. Und dann geht man da drüber einfach long. So geht man hier long und hat dann sein Stop-Loss hier drunter. Hier so sein SL. Und das Ziel ist es, dass der Markt halt innerhalb von 5 Minuten dann da hochgeht. Die nächsten 5 Minuten Kerze wieder hochgeht. Am Ende, wenn man es im 5-Minuten-Chart sehen würde, würde hier raus eine neue Kerze entstehen, die dann so aussieht. Die neue 5-Minuten Kerze im Idealfall sieht sie so aus mit dem unteren Bippel hier dran. Das heißt, wir sehen dann am Ende ein Bullish Engulfing Pattern, ja, wer jetzt candlemäßig da unterwegs ist. Und daraus ist das Box-Setup entstanden. Man kann es halt nicht immer anwenden. Das ist halt dann noch die Unterscheidung, dass man das Box-Setup, also dass es sehr viele Feinheiten gibt und deswegen werde ich dazu mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Videokurs machen. Ja, und jetzt schauen wir uns mal an, wie denn das Box-Setup hier wirkt und was halt auch der Vorteil jetzt dieser Programmierung halt ist. Und das gehen wir jetzt am besten mal durch. Wenn ihr Fragen dazu habt, dann nehmt den Chat und schreibt einfach entsprechend hier rein. Genau, so, jetzt holen wir uns mal das her. So, und jetzt mache ich das mal an. Ich mache jetzt mal das hier auf Vollbild, das Ganze. So, und ihr seht hier unten im Box-Setup, ihr seht, der Markt hat das Tief dieser 5-Minuten-Kerze rausgenommen und ist danach gestiegen. So, ich war schon ein bisschen früher drin, war hier ein bisschen eilig. Man steigt eigentlich nach Beendigung der Kerze, eigentlich machen wir hier wieder auf den Kerzenchart. Also ihr seht hier so eine weiße Kerze, ist jetzt kein Hammer geworden, aber wichtig ist das Ganze so. Das Schöne ist, der Dirk ist ja, der Dirk kann das als, oder wir können das als Signal rausgeben und zwar nach dem Faktor steht hier Setup off. Wenn ich jetzt auf On gehe, dann steht da dort Einstieg. Und das Schöne ist, es steht sogar dann als Einstieg auf dem Bildschirm scheint das groß, das Longbox Setup wurde getriggert oder so ähnlich. Hat mich heute richtig gefreut. Ich war hier schon ein bisschen früher drin. Ich habe das so ein bisschen vorweggenommen. Ja, also das ist halt meine, die persönliche Note dann in dem Trade. Der eigentliche Einstieg erfolgt eigentlich darüber. Ich bin so ziemlich an dem Signal eingestiegen, habe hier meine Trades abgebaut und den Rest halt hier oben beendet. Ja? Und innerhalb von 1 Minute hier sogar oder von 2 oder 3 Minuten hat der Markt dann das Hoch der letzten Kerze erreicht, also das Box-Setup. Hier haben wir noch einen kleinen Fehler drin. Das müssen wir wahrscheinlich noch korrigieren. Aber das ist jetzt auch nicht so, so wild. Also das kriegt man hin. Wie gesagt, das ist erst gestern fertig geworden. Man muss hier noch einige Signale dann abwarten und gucken, wo der Teufel steckt im Detail, sage ich ja so immer. So schön. So, dann hat der Dirk ganz clevererweise, weil ich sage, das Signal sollte, also die vorhergehende 5-Minuten-Kerze, die darf halt zum Beispiel in der Mittagszeit ist die Kerze, manchmal sind die Kerzen sehr, sehr klein. Und dann würde dauernd das Box-Setup entstehen, was dann aber auch nicht sinnvoll ist. Also gibt es hier so eine sogenannten Span oder Spanne, für Spanne die Abkürzung. Das heißt, ihr könnt jetzt einschalten. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, die Spanne, Quatsch, der vorhergehenden Kerze, vom Hoch zum Tief, wenn ich da jetzt 30 einstelle, als Beispiel, ich mache mal jetzt 35 von Hoch zum Tief, ne, dürft ihr jetzt kein Signal sehen. Also seht ihr hier, das Signal ist jetzt verschwunden. Gehe ich jetzt unter 20 Punkte wieder oder auf 20 Punkte vom Hoch zum Tief, also High zu Low, dann seht ihr hier, kommt wieder das Signal. Wir werden hier sicherlich noch ein bisschen am Layout arbeiten, aber der Grundgedanke ist ja erstmal da. So, und das, und jetzt war noch die Überlegung, okay, manchmal handle ich halt, also wie lang ist dieser Lunte oder der Docht? Und das könnt ihr hier einstellen. Also, wenn der Docht halt, wenn ich, jetzt kann der Docht halt 20% der Kerze ausmachen, dann zeigt er mir ein Signal an. Ja, und wenn ich jetzt hier mal sage, gut, das war jetzt ja ganz knapp auf 0, dann müsste jetzt, seht ihr, verschwindet das Signal. Ja, wenn ich kein Docht habe, dann wird er mir nur anzeigen, Signale, wenn wirklich Schlusskurs gleich
Tiefkurs der 5-Minuten-Kerze ist. Ja. So, und wir gucken bei 5%, ja, dann kommt das Signal wieder. Genauso auch der Kerzenkörper an sich könnte auch einstellen, wie lang soll der Kerzenkörper sein. Also der soll von der gesamten Kerze hier 70% betragen. Dann könnte das da auch einstellen. Ne? Ja. Wie gesagt, ich habe das Box-Setup, was für mich jetzt die große Spannung jetzt wird, ist, so hier könnte sogar jetzt ein Box-Setup gleich entstehen. Schauen wir mal. Ja, weiß jetzt noch nicht, jetzt müssen wir mal sehen, wie genau das ist. So, ja, es war jetzt kommt es ja nur ganz genau drauf an, ob wir jetzt dort runter waren. Mal gespannt. So, normalerweise muss es jetzt in der nächsten Minute da drüber gehen und dann nur dann zählt das halt. Ja, ansonsten zählt das nicht. Ja, dann ist es halt kein Box-Setup. Bin mal gespannt. Frage war jetzt nach gerade. Achso, fünfte. Achso, jetzt habe ich hier, genau, jetzt habe ich ja hier die ganze Zeit rumgestellt. Ja, also ich habe jetzt hier immer 20% gehabt, da steht es genau. Also das Long-Setup wäre hier oben. Ja, also getriggert ist es dann erst, wenn er hier drüber geht. Und wie gesagt, jetzt müssen wir halt mal gucken, ob wir denn sagen, wir nehmen den Trigger dann irgendwie raus, wenn es halt. Also hier kann man sich jetzt schon mal optisch drauf vorbereiten. Da oben müsste man long gehen. So kann man jetzt natürlich auch gleich hergehen, eine Buy-Stop-Order hier reinlegen. Also wie gesagt, wir werden das hier noch, ja, was weiß ich, welche Positionsgröße auch immer. Ja, normalerweise würde ich jetzt hier und hier kommt jetzt die Persönlichkeit im Spiel. Nutze ich jetzt das Setup hier immer noch oder lasse ich es nicht? Ja, und wie gesagt, vom Grundgedanke her ist das halt alles erfüllt. Problematisch wird das Ganze, also ich kann jetzt nicht alle Situationen im Detail beschreiben. Was ich auch nicht weiß, weil gerade eine Frage reinkam, ob es auf höheren Zeitebenen funktioniert. Also der einzige Zeitrahmen, den ich bis dato noch getestet hatte, war 5 Minuten und Stunde. Aber alles andere kann ich leider nicht beurteilen, weil dazu müsste man jetzt, und das ist ja das Schöne, weil der Dirk ist da auch dran interessiert. Also jetzt zum Beispiel würde ich dann das Signal hier löschen und sagen, das ist dann nicht mehr mein Trade, also das ist nicht mehr mein Setup. Ja, es sollte in der Minute passieren. Ja, und dann ist das weg. So. Da haben wir, ja, wie gesagt, und dann ist das okay. Genau. Was wollte ich noch sagen? Ach so, genau. Also ich habe andere Zeitrahmen nicht getestet. Ich bin gespannt, weil, wie gesagt, der Vorteil meines Erachtens liegt darin, wenn man weiß, wann man es nutzt und wann man es nicht nutzt. Das ist auch ein ganz wesentlicher Bestandteil. Ich habe Aufzeichnungen, also ich habe einige Ausstopper, aber also ich sag mal so gefühlt, ich kann nur von mir gefühlt reden, weil ich ja das nur. Also ich sehe das Signal ja nur, wenn ich vorm Rechner bin und aktiv am Handel bin. Alles andere sehe ich ja nicht. Das heißt, ich kann jetzt nicht in der gesamten Masse sagen, wenn ich jetzt alle handeln wollen würde, wie das Ergebnis jetzt rausgekommen wäre. Das kann ich. Ich kann keine statistische Auswertung einfach machen. Ich bin gespannt, wenn wir hier mal uns ransetzen an eine statistische Auswertung, wie das wird. Das wäre für mich total spannend. Also, ich habe früher schon einiges programmieren lassen vor vielen Jahren und da war es immer so aufgrund der Signallage im Ein- und Fünf-Minuten-Chart, dass man ja einfach Tausende von Signale halt über ein Jahr bekommt. Und da war es immer so, dass sich das statistisch immer Richtung 50, 51, 52, 49, 48% bewegt hat. Also da gab es nie einen wirklichen Vorteil und der Vorteil. Und das ist auch mein persönlicher Ansatz, den ich auch sonst schule, ist mein persönlicher Ansatz, dass wenn dass man am Ende nur durch seine selektive Entscheidung im kurzfristigen Bereich dann erfolgreich wird. Also das heißt, wenn man den Akteur an sich dahinter versteht, sieht, die Spur lesen kann, was im Markt abgeht, nur damit bekommt man die Wahrscheinlichkeit auf seine Seite im kurzfristigen Bereich, um dann daraus dann Erfolg zu ziehen. Genau. Deswegen kann ich auch nichts über den Punkteschnitt sagen. Ich kann nur sagen, ich habe es gestern auch gehandelt. Ja, also gestern, also nee, gehandelt habe ich es gestern nicht. Aber ich habe es gestern, ich habe einen Screenshot gemacht, denn gestern gab es das auch. Von gestern, genau, nee, das war noch für uns. Achso, das war hier vom.
Okay, also hier zum Beispiel habe ich es, so sieht es halt, und früher habe ich es halt alles manuell gehandelt. Ne? Das ist jetzt hier im DAU vom 22. gewesen, so sah es bis jetzt aus und jetzt neu sieht es halt nach Dirksheim Layout dann aus. Das heißt, hier seht ihr ein Box-Setup Short im DAU, also 14 Punkte, 20 Punkte, 30 Punkte und hier seht ihr dann ein Long-Box-Setup, was auch an ganz guter Stelle war. Da gab es aber dann einmal nur 1 Punkt, 5 Punkte, minus 20 in Summe, trotzdem erfolgreicher Trade. Ja. Ne? Genau. Also wie gesagt, das Signal entsteht aus dem 5-Minuten-Chart und wird gehandelt im 1-Minuten-Chart, so kann man das sagen. Man bräuchte jetzt den Hintergrund nicht, wenn man dieses Signal bekommt, könnte man den Hintergrund weglassen. Ja, und ihr könnt das ja auch, und das ist ja das Schöne, man kann ja alles, man kann ja auch dieses wegmachen. Ne? Das heißt, man macht den Hintergrund weg und holt sich dann nur die Signale. Signale, sind die denn dabei, die Signale, wenn ich jetzt das off mache? Das wäre natürlich auch mal interessant. Nee, Signal, ah, da verschwindet. Das wäre vielleicht auch noch interessant zu überlegen, dass man das Signal da lässt. Aber ich denke mal, das ist jetzt dann kein großer Akt. Genau. Ja, also wie gesagt, man braucht jetzt das nicht zwingend. Ne? Frage kommt gerade. Ob die Orders automatisch ausgelöst werden. Also soweit sind wir noch nicht. Wie gesagt, wir haben jetzt erstmal, dass man das sieht. Wie gesagt, wir müssen selber erstmal testen, wenn man sowas automatisiert, ob es wirklich halt einen wirklichen Mehrwert hat. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob es den Mehrwert hat, wenn man jedes nimmt, weil es gibt halt so gewisse Situationen, wo ich einfach manuell eventuell besser oder schlechter bin, das weiß ich halt nicht. Also ich bin gespannt, wenn wir das mal programmieren lassen, ob es da wirklich diesen Mehrwert gibt oder ob wirklich der Mehrwert eher darin liegt, bei den Signalen selektiv zu entscheiden. Und deswegen war mein Ansatz erstmal zu sagen, okay, wir spucken jetzt erstmal das Signal aus, wenn es dann kommt. Und der Trader, wenn er dann auch weiß, wann er es anzuwenden hat, kann es dann selber entscheiden, ob er das nimmt. Also es gibt manchmal so Setups, die passen, die sind vom Regelwerk okay, aber dennoch nehme ich sie nicht. Und es ist auch gut, sie nicht zu nehmen. Es gibt Setups, die vom Regelwerk vielleicht nicht optimal treffen, aber trotzdem sehr gut sind. Ja. Ja. Also das ist halt schon. Ne? Jetzt Frage im DAU. Ein Dings-Setup, da müsst ihr jetzt mal das hier draufziehen. Muss man mal draufziehen. Frage war nämlich gerade im DAU. Zum Beispiel jetzt im DAU vorbürstlich würde ich gar nicht reingucken. Ne? Also wir müssen ja auch dann immer dran überlegen, wie würde der Trader das einsetzen. Ne? Genauso weiß ich überhaupt gar nicht, ob das im Euro-Dollar funktioniert. Ne? Also zum Beispiel. Ja, also wie gesagt, im DAX funktioniert seit über 6 Jahren. Und ne, aber. Ob es jetzt im DAU funktioniert. Also im DAU funktioniert es auch, ganz klar. Also im DAU funktioniert es auch. Ne? Nein, das wäre kein Box-Setup. Ja? Also es wäre zum Beispiel so, es wäre rein technisch gesehen ein Box-Setup, aber hier müsste ich jetzt zum Beispiel das auf, keine Ahnung, 30% hier stellen oder so. Und zum Zweiten zeigt er das Signal nicht an, weil hier gar kein Trade mehr, weil das der Original-Trade ist halt zum Hoch. Jetzt müssen wir hier mal kurz gucken. Jetzt haben wir hier wieder. Manchmal haben wir so ein Problem noch. Das ist im MetaTrader, dass die Kerzen nicht richtig dargestellt werden. Das ist noch so ein kleines Problem aus. Hängt mit dem MetaTrader zusammen und seiner Rechnerleistung. Dass er da, also der Berechnung halt, dass das manchmal nervt. Aber das will ich ja gerade nicht. Aber das kriegt man alles noch in den Griff. Wie gesagt, wir haben es gestern erst fertig bekommen und wir wollten aber trotzdem das heute da zeigen. Also, das wäre kein Signal, weil einfach die erste Minute, weil es hier zum Hoch der letzten 5-Minuten-Kerze keinen sinnvollen Stop gibt. Weil das Ziel dieses Box-Setups ist es immer, dass, so jetzt, das ist auch so typisch. Ne? Sowas habe ich nie bei mir, ne? Aber wenn so Webinar-Software läuft, dann kriege ich sowas halt immer wieder. Ne? Also, es ist echt krass. Ja, auch jetzt bei anderen Brokern, das ist echt krass, ne? Dass das dann manchmal hier so, ja, wer weiß. Gut, der hat sich Ich verabschiedet. starte mal deinen MetaTrader neu, ja. Okay, mach mal gleich. Also wie gesagt, für das Box-Setup ist es eigentlich vom Ansatz her so. Damit man jetzt nochmal kurz
das Ziel und das den Stop-Loss halt hat. Also im besten Falle sollte es so sein, wir machen es mal hier für die Long-Seite, also die Kerze steigt, hat dann hier noch einen kleinen Bübbel oben dran, so. Ja, so sieht die Kerze aus. Dann kommt die nächste 1-Minuten-Kerze. Die sieht so aus. Wichtig, so. Und dann sollte, oder wie gesagt, dann sollte, machen wir es immer so lang. Und hier bekommen wir ja, wenn wir jetzt hier unten einsteigen würden, also wir machen mal den Einstieg hier hellblau. Das wäre jetzt der Short-Einstieg mit der nächsten Kerze. Also nicht mit der Kerze, erst wenn die Kerze fertig ist, per Schlusskurs, dann kommt erst der Einstieg. Der Stop-Loss kommt hier oben drüber. Und das Ziel ist das hier. Das ist das Target. Das habe ich vielleicht vorhin vergessen. Das ist das Ziel, ne, dieser Kerze. So. Und das sollte halt passen. Wenn jetzt die erste Minute als Beispiel so lang ist, ja, also die erste Minute geht bis hierhin, ja, dann macht das ja keinen Sinn, weil dann wäre der neue Einstieg hier, ja, hier unten. So, und wenn jetzt der Markt nach dieser, jetzt triggert der uns als Beispiel, der triggert uns jetzt hier. Ich lasse die Kerzen jetzt mal rot und wir würden dann hier so nach oben gehen die ganze Zeit. Ja, dann sieht man ja, also Stop zum Ziel passt nicht. Ne? Also das wäre jetzt das Ziel, ja, und das wäre der theoretische Stop. Aber am Ende liegt es dann am Trader, ob er das Signal halt nimmt. Und manchmal ist es auch so, dass so ein Signal trotzdem fruchtet. Ne? Das, wie gesagt, es ist. Die Frage ist jetzt, wie groß der Vorteil ist. Und ich glaube, mit dem Wissen und mit vielen Situationen ist die Persönlichkeit ein entscheidender Parameter, in ob dieses Setup wirklich erfolgreich angewandt werden kann. Und deswegen muss man es schulen, ja, und sollte es nicht einfach plump anwenden. Ja. Also das ist meine persönliche Meinung dazu. Meine persönliche Meinung dazu, dass man ja, das da nicht so anwenden sollte. Ja. Deswegen glaube ich eher, dass der Vorteil darin liegt, wenn man Zeit ausbildet. Also meine persönliche Meinung, wie gesagt, ich habe viele solcher Ausbildungsinhalte und im kurzfristigen Bereich muss man einfach das intensiv schulen und derjenige muss sich das auf dem Video angucken, um die Details zu verstehen. Ja, weil wenn ich das immer so einfach daher rede oder sage, hier, das ist das Signal und jetzt macht derjenige das und stellt dann fest, dass es langfristig gar nicht erfolgreich ist, ja, weil halt dann es fehlt, wann es erfolgreich ist und wann nicht. Ja, es gibt viele Situationen, oder es gibt nicht viele, aber es gibt einige Situationen, zum Beispiel in einem starken Trend funktioniert das Teil überhaupt nicht. Ja. Ja, der Dirk hat es auch nochmal bestätigt, dass das ein MetaTrader-Bug ist und ist auch MetaCode schon bekannt. Interessant auch noch die Stopführung und TP fest oder als Trail. Also ja, jetzt sieht man es hier zum Beispiel, also da habe ich auch kein festes Regelwerk. Ja, wenn man es jetzt als Programm wieder rausbringt, braucht man wieder ein festes Regelwerk. Ne? Bräuchte man jetzt ein festes Regelwerk. Ja, und jetzt sieht man hier, also ich habe jetzt vor dem letzten Hoch das beendet und einen habe ich ein bisschen laufen lassen und dann im Rücklauf dann erst geschlossen. Also ja, wie gesagt, die Individualität des Traders macht es dann halt so ein bisschen aus. Wie gesagt, wir werden das sicherlich mal ein paar Testläufen einfach so durchlaufen lassen und mal probieren und vielleicht kriegt man ja ein Ergebnis raus, wo man sagen kann, also mit den Parametern funktioniert das. Aber es ist auch so, die Parameter muss man sicherlich immer mal von Zeit zu Zeit anpassen. Ja. Genau. Genau. Gut. Dann schauen wir uns mal den Markt als solches an. Also wir sehen aktuell einen sogenannten kassegetriebenen Markt. Das heißt, Rumgeplänkel hin und her, Gedönse mit einer leichten Abwärtstendenz. Wir sehen das hier im 5-Minuten-Chart ganz gut, dass wir einen schwachen Abwärtstrend haben. Tiefs werden nicht wirklich rausgenommen. Ja, und hier kommen wir eigentlich schon wieder in das Thema, was wir beim letzten Webinar hatten, dass man jetzt hier über das Trade Management eigentlich eher gucken muss, dass man sich irgendwie eine gute Position zusammensucht, ja, und dann versucht dann da halt mitzuhandeln. Also aktuell jetzt nicht wirklich prickelnd für mich. Ich hole mir mal nochmal im Future her, vielleicht kriege ich aus dem Future vielleicht noch einen Trade rausgepresst. Und ja, wie gesagt, unten, also wir haben jetzt
Wie gesagt, dadurch, dass ich ja die Future-Daten habe, gucke ich jetzt nicht ins Volume Profile hier vom MetaTrader, sondern nutze halt mein Volume Profile. Wir sehen halt hier unten immer, dass der Markt heute relativ gut am Point of Control hält von gestern und wir immer in der Value Area rausgehen und wieder reinziehen. Ne? Und darauf gucke ich dann halt so ein bisschen und merke, okay, hier kommt zwar, also wir haben immer noch die Tendenz, die reicht noch nicht, dass der Markt umdreht, die Lows werden gut verteidigt, ja, und das ist ja ein ziemlich klassisches Volume Profile, was man jetzt hier, also hier auf der rechten Seite sieht, also eine schöne Glockenform, ja, also das heißt von der statistischen Normalverteilung eigentlich ideal, das Ding so ziemlich, also geht hier um diesen Balken hier, ne? Also um diesen Bereich hier, ich zeichne das mal hier rein. Ja, also das hier statistische Normalverteilung ist jetzt ein bisschen, man sagt, ein bisschen boxy, also nicht wirklich hier in der Mitte gut ausgeprägt und hier, wie gesagt, aber ist ja Börse. Ja, und, aber es passt relativ gut rein. Das heißt, man handelt aktuell vom Low zum Hoch und vom Hoch zum Tief. Also immer zu dem Point of Control, ne? Also zum dem Magnet. Das ist wie so ein Magnet, der halt immer anziehend wirkt. Und der wird so lange anziehend wirken, bis dann irgendwie mal größere Orders reinkommen, die sich dann, die den Markt dann irgendwie in eine Richtung halt bringen. Ja, also darauf gucke ich jetzt dann so ein bisschen. Ja. Und das heißt, ich würde aktuell hier eher nur Longs hier unten suchen und hier oben irgendwo entweder hier oder dann hier oben mit dann eher die Shorts suchen. Ja. Ja, bis jetzt ist da ja nicht wirklich viel passiert. Genau. So, können wir ja mal unten gucken, wie es denn hier ausschaut. Hier, das könnte. Das weiß ich. Mal hier. Achso, jetzt muss ich das, genau. Die Kerze ist jetzt hier. Soll ja gucken. Wenn ich 10 einstellen wird. Müsste doch eigentlich hier funktionieren. Ah, da könnte, also das ist dann wieder so, ne, das wäre jetzt für mich so gerade so auch noch okay, obwohl die Kerze jetzt nicht unter dem Schlusskurs der Kerze geschlossen hat, sondern so. Ja, genau dazwischen wäre das für mich jetzt hier auch okay. Wahrscheinlich reicht das hier nicht. Wie gesagt, wir müssen jetzt noch ein bisschen rumtesten an den Einstellungen. Aber das kriegt man alles hin. Also ist jetzt kein Problem, ne? Aber das wäre jetzt hier auch nochmal ein Box-Setup, was durchaus funktionieren sollte. Ziel wäre jetzt hier Richtung 11.278. Ne? So. Jetzt müssen wir mal gucken, warum das dann nicht als Signal ausgespuckt wurde. Aber es liegt wahrscheinlich am Schlusskurs, ne? Dass jetzt. Weil die 1-Minuten-Kerze hier über dem Schlusskurs geschlossen hat. Aber wir kriegen das hin. Ne? Also wir, es ist wie gesagt der erste Test. Und wie gesagt, es ist auch nicht so, dass jedes Box-Setup aufgeht. Ja. Gibt also, ich sage mal so, gefühlte Trefferquote liegt bei mir so um die 70%, würde ich jetzt 65, 70%. Aber das ist ja auch schön. Ne? Und vor allem, wie gesagt, funktioniert es halt. Ja, in einem Markt, der horizontal oder in der Range funktioniert es besser und im Trend eher weniger gut. Wir haben ja zwar jetzt einen flachen Trend, aber ja, da wäre das jetzt dann halt ausgestoppt. Ne? Gut, gut, dann denken wir mal, widmen wir uns mal so ein bisschen hier dem Trading. Und ich schaue hier meine Charts hierher. Genau, gucken wir mal halt, was hier so geht. Im Trading. Alright. Ja, anfangen würde ich jetzt hier zu gucken, wo jetzt an den Hochs denn der Markt nicht weiterkommt. Und würde mir jetzt hier gewisse Preisbereiche einzeichnen und gucken, wie der Markt dann dahin läuft und höchstwahrscheinlich dann auch dann da rein Short handeln wollen. Also hier oben hin. Und ja, hier unten. Die Longs, also hier oben muss man halt gucken, also hier oben zum Beispiel kriegt mich kaum einer einen Long rein, würde ich persönlich nicht handeln. Ansonsten sieht man sehr gut, die Tagestiefs, die werden halt hier schon ganz gut verteidigt, also das heißt, da kommt der Markt nicht weiter, das ist ja auch der Point of Control vom gestrigen Handel und wir sehen dann immer nach dem Tagestief dann immer einen schnellen Stich auf der Oberseite. Das wäre mir jetzt hier zu spät für einen Long-Einstieg, wenn man sagt, okay, ich handle zum Beispiel 10 Positionen. In Summe, also 10 Einzelpositionen, kann man sagen, gut, dann handle ich halt hier 2 von 10. Wenn es halt durchläuft, dann bin ich halt mit einer kleinen
Posi dabei. Wenn es halt nicht durchläuft, dann ist mir der Verlust auch dann Schnuppe, weil ist erträglich, weil ich nur 2 von 10 handle, nur als Beispiel. Ja. So könnte man es dann noch so einen Trade rechtfertigen. Aber um jetzt hier mit einer Position an sich reinzugehen, würde ich jetzt aktuell hier nicht machen. Gut. Okay, ich krieg noch mal gerade. Ja. So. Ah, okay. Frage noch, wird der DOM im MT4 bei FXFlat nicht angezeigt? Das funktioniert nur im Future, weil man dafür entsprechende Future-Kurse braucht, wenn man den DOM angezeigt haben möchte. Ja, also das Level 2 ist damit gemeint, ne? Das kriege ich halt nur, wenn ich dann den Future halt habe. Genau, und im CFD habe ich ja kein Level 2 im eigentlichen Sinne. Gut, gut. So. Also jetzt wird ins Hoch hinein aggressiv rein verkauft. Wir gucken jetzt mal hier in den 11.290er Bereich. Da haben wir etliches an Handel. Also es wäre jetzt ein Trade aus dem Orderflow eventuell möglich. Wie gesagt, ich muss jetzt gucken, hält der Bereich? Wenn er nicht hält, dann wäre ideal, wenn der Markt nochmal ein paar Punkte abklappt. Ansonsten wird jetzt der Bereich jetzt hier nochmal als Retest gehalten. Von dem Volumen her, dann wäre es okay. Aber das sind halt viele Situationen, die dann auch verpuffen. Ja, so wie jetzt gerade eben. Und wo man dann merkt, okay, jetzt müsste es dann im besten Falle jetzt wieder hier runtergehen, 17, 18 Punkte. So, ich habe meinen Short drinnen mit einer Position. Also ich werde mal jetzt eine Position handeln, hier nochmal 2, 3 rein und hier unten, ja gut, 2. Und hier unten dann gleich wieder raus. Also bin jetzt Short mit 2 CFDs, setze auf die Trading Range, ist die aggressive Variante. Ich mag sie eigentlich nicht so. Die aggressive Variante zu handeln. Ihr seht jetzt hier, bin mit 2 CFD Short, das ist halt wie gesagt so ein kleiner Klimbim. Ich bin jetzt aber auch nicht bereit, ein hohes Risiko zu gehen. Wenn man jetzt überlegt, okay, bei 18 Punkte bin ich, weiß keine Ahnung, bereit, 90 Euro zu riskieren zum Beispiel, dann könnte man 5 CFDs auch volles Brett halt handeln, dann wäre es okay. Ich würde mich jetzt hier so ein bisschen reingrufen und dann darüber halt anfangen. Ich habe das ja letztes Mal schon erklärt, wie ich denn so handle. Also ich baue halt Position auf. Ich lege mir vorher fest am Tag, wie ich meine Positionen handle, also wie viel von, ja, also von bis in so einem Affenmarkt, wie wir es jetzt gerade haben, bin ich dann eher nur bereit, mit kleinen Positionen zu handeln. Wenn ich ein gutes Feeling habe, merke, ich bin schnell genug, ich bin agil genug, ich bin flexibel genug und ich muss zum Beispiel auch in einem Webinar nicht reden, dann kann ich auch hier mit 10 CFDs handeln, das kriege ich auch hin. Aber wenn ich jetzt hier in so einem Webinar bin und noch nebenher rede, ja, dann handle ich das eher so, wie gesagt. Es ist ja auch mehr zu Demonstrationszwecken. Wie gesagt, Trading the Range ist gerade aktuell angesagt. Und das machen wir hier gerade. Lass uns hier so ein bisschen mitnehmen. Und ja, wie gesagt, klein, klein in so einer Range. Und ja, alles gut. So, die ersten paar Punkte sind drin. Die Limits hier oben nehme ich jetzt raus. Die will ich dann nicht mehr haben. Und den Rest, den wackel ich dann hier. Ja, lass mal hier unten ein bisschen nachziehen. Jetzt gucken wir mal hier unten, ob wir hier vielleicht ein bisschen mehr kriegen, wenn er hier durchploppt, vielleicht nochmal so ein bisschen. Ja. Ja, schöne Kerze, also schönes Return. Perfekt wäre natürlich gewesen, hätte er hier in der ersten Minute nochmal 4 Punkte höher geschaut, dann hätten wir hier ein geiles Box-Setup gehabt. Dann würde da auch ein Signal stehen. So ist es kein Box-Setup geworden, aber vom Trade ist es halt ein Trade in der Trading Range und passt bis jetzt ganz gut. Und mal gucken, ob er hier das Low noch rausnimmt. Da unten lassen wir uns dann rausnehmen. Die Order geht einen Tick höher und dann hätten wir den ersten Trade dann schon im Kasten jetzt als Demonstration. Ja, und wie gesagt, hier unten wäre dann eher die Long-Seite zu bevorzugen. Ja. Ja. So, gucken wir mal, ob er jetzt hier kurz ploppt. Wir gucken hier so ein bisschen auf den Future, was da ein bisschen so für Attacke reinkommt. Ja, hier im Future. Und vielleicht sehen wir jetzt hier, ob wir wirklich Sell-Side-Action haben. Ja, und ja, an der Kasse sieht es jetzt, naja. Er könnte auch gleich wieder hochgehen. SAP ist die einzige Aktie, die ist eigentlich fast nur die SAP-Aktie, die den Markt hier so runterbringt. Wenn es der eine oder andere Wert noch vom Hoch runterkommt, dann könnte ich mir sogar durchaus vorstellen, dass noch ein bisschen mehr geht. Ich habe aber nur noch ein CFD drin, von daher ja, lasse ich das jetzt mal so, wie es ist. Und alternativ könnte man sagen, gut, wenn man nimmt das Limit raus und macht es dann über den Trailing Stop, den man ja hier hat.
Das wäre noch eine Alternative. Jetzt gucken wir mal die 13 Kontrakte, ob die geschnupft werden auf der 77, wenn die noch ein bisschen drücken. Also wir haben so ein bisschen Sell-Side-Action hier im Future drinne. Und jetzt müsste halt nochmal kurz der Stich kommen und da gehe ich raus. Ne? Da lasse ich mich da gerne mitnehmen. So, und jetzt Stich. Und schnell. Und wenn jetzt er hochgeht, kommt er das Box-Setup. Also kann man hier auch aussteigen. Das wäre dann auch okay. So. Ja, ein cooler Trade. Ich tu mal den. Jo, bis jetzt passt das. So, und jetzt nochmal ein bisschen Stich. Stich. Genau. Jo. Ja, gut. Also wenn wir jetzt rausgehen, ist auch okay. Ja, also wie gesagt. Bis jetzt sind wir noch drin, der Buy-Stop läuft mit. Ach, sehr schön. Und jetzt nochmal kurz das TT rausgenommen, also das Tagestief, dann wäre es gut. Also wir sehen hier, ihr seht ja hier die Sell-Side-Action so ein bisschen, ja, wie die Limit-Sells immer schön runterpushen den Markt und der hier Schwierigkeiten hat. Wenn er jetzt hier die 17 Kontrakte wegschnupft, dann könnte man gleich den Push nochmal ein bisschen nach oben kriegen. Aber solange das so ist, ne, haut der Markt richtig ab vor dieser Order. Ist auch geschnupft. Und jetzt gucken wir mal, ob die Verkäufer jetzt weiterhin hier aufstocken. Also ihre Position akkumulieren und wenn nicht, dann ist das ja, wäre das dann fertig und ja, haben wir einen schönen Trade gemacht. Also, wie gesagt, jetzt ich mag die aggressive Variante eigentlich nicht, aber heute ist sie halt passend, ja, und da muss man halt dann überlegen. Also, wie gesagt, die Sell Side ist am Drücker aktuell so ein bisschen noch. Ja, man kann den Trade managen, wie man das will, Lust und Laune. Also, das sage ich auch immer, am Ende der Gewinn liegt im Geschick des Traders, ja. Ja. So. Ja, und wir sehen halt immer, die roten sind immer ein bisschen größer. Ne? Die roten Balken, ganz einfach, sind immer ein bisschen größer. Seht ihr, das jetzt ist auf der 66, da hat ihr, hier zieht einer nach. Ja, auf der 66 haben wir 14 Kontrakte und der Markt handelt immer darunter, zieht er nach auf die 64 und der Markt handelt darunter. Und jetzt gibt es gleich den Stich von der Future-Seite auf durchs Tagestief. Und dann kriegen wir vielleicht, können wir mal überlegen, ob ich dann vielleicht sogar mal den Long mache. Also aggressiv in das Low hinein, das ist die Aktion, ich trade die Reaktion, das ist der Stich. So, ich habe eine Buy-Stop jetzt aktiviert, die läuft jetzt mit und wenn jetzt der Stich fertig ist und dann kommt der Bounce, also der Push auf der Oberseite, dann gehen wir da mit. Ja. So, also es wäre jetzt mal ein ganz aggressiver Trade am Tief Long. Ja, da sagen manche Leute, bist du wahnsinnig. Aber wenn der Stich halt eine gewisse, nur ein gewisses, so, ich habe den wieder gelöscht, mir ist es zu, ich habe den gerade eben wieder gelöscht, mir ist hier zu viel noch auf der Sell-Seite. Ja. Mal sehen, ob ich es jetzt gut gelöscht habe oder nicht. Also wir haben gerade neues Tagestief gesehen. Jetzt müssen wir wieder schneller reden hier. Neues Tagestief, jetzt kommt sogar der Push. Also es war mir jetzt ein bisschen zu viel Action auf der Verkaufsseite noch. Da will ich eigentlich weniger Volumen sehen. Das war ein bisschen too much. So. Also die Sell-Seite ist immer noch aktiv. Ja, und schaut immer hier oben auf die roten Balken. Ja, solange der Markt das nicht handeln kann und der Markt davon wegrennt, ist es okay. Je öfter er diese jetzt durchhandelt, desto besser desto aggressiver werden die Käufer hier rein. Aber sie müssen dann auch darüber handeln können. Also, das wäre jetzt halt wichtig. Ne? Aber das haben wir jetzt. Also, wer jetzt ein bisschen Order Flow gerne machen möchte, der sieht das gerade jetzt hier wieder auf die 61 gucken, die 17er. Ja, und ihr merkt das halt, der Markt rennt immer bis ran, ein Tick davor und zack, wieder weg. Ein Tick ran, wieder weg. Ja, und da merkt man, okay, die Sell Side ist noch aktiv. Interessant wird es das, wenn die weggeschnupft werden. Das heißt, es gibt jemanden, der kauft die 14 Kontrakte weg, hält den Markt, hält höher und zieht das Ding dann nach oben weg. Ja, so ein bisschen Ausbildung hier. Also das ist halt, wer bei mir zum Beispiel jetzt eine Orderflow-Ausbildung macht, der lernt dann sowas dann. So, jetzt wurden sie gehandelt, geschnupft, wie ich so schön sage. Und jetzt ist wichtig, jetzt kommt es darauf an, hier erkenne ich jetzt, in dem Fall, hier erkenne ich jetzt, wie groß ist der Verkäufer. So, und wenn ich jetzt sehe, dass der Verkäufer weiterhin akkumuliert und der Markt nicht darüber handeln kann, dann sehen wir gleich noch mehr auf der Unterseite. Also das ist eigentlich eine richtig coole Order, die wir hier gerade sehen. Ja, hat uns der Markt jetzt hier schön hingestellt. So, und für mich jetzt als Trader ist es so, deswegen habe ich auch die Longs gelöscht, weil ich in der Interaktion hier sehe, dass die Verkaufsseite aktiv ist. Dann wollen wir hier auch nicht Long reinstellen. Jetzt seht ihr hier wieder den Zehner auf der 58. Merkt ihr, wie aktiv die Verkäufer gerade sind? Ja, und so eiern die den Markt halt immer weiter runter. So, und der hier mit Short handelt, also der mit dem Markt mitgeht, der macht hier ein richtig fettes Brett drauf. Der ist ja, keine Ahnung, mit 150 Kontrakten jetzt hier Short und eiert mit der Kasse halt jetzt schön hier mit nach unten. Ja, perfekt. Also, wie gesagt, wer sich da reingrufen kann, ja, der und sich reindenken kann, vor allem, der kann hier einen schönen, guten, coolen Trade machen. Ja. Jetzt gucken wir mal wieder auf die 58.
Ja, ob die wieder gehandelt werden, wichtig, wenn sie gehandelt werden, kann der Markt darüber handeln. Wenn er nicht darüber handeln kann, bleibt die Sell-Side weiterhin aktiv. Also super Trade. Ja. Also das ist halt so ein bisschen jetzt aus dem Orderflow heraus das Ganze. Ne? Gehandelt und der Markt bleibt darunter. Ne? Also das heißt, der Verkäufer akkumuliert weiterhin seine Posi oder seine Position und ja. So, und wir müssten jetzt, also wenn man jetzt wirklich unbedingt long handeln will, ne, so jetzt hier stellt er seine Limits rein, das heißt seine Take Profits. Das heißt, er baut jetzt wieder ab. Ne? Der hat sich hier vollgesaugt, schön mitgehandelt. Ne? Das ging ja von, ich sage jetzt mal, von der 69 hoch bis, oder von der 69, wer jetzt das Video nochmal anschaut, ne? Es ging, glaube ich, so ungefähr von der 69, hat man das gemerkt, wie das sich richtig runtergeschuckelt hat. Ja? Und jetzt hat er natürlich das Problem, jetzt muss er zumachen. Also irgendwann muss man ja die Position wieder zumachen. Also stellt er auf der 52, jetzt hat er Take Profits reingestellt. Du bist wahrscheinlich auf der 57 auch nochmal rausgegangen. Und wenn der jetzt halt komplett rausgeht, dann schießt der den Markt jetzt wieder hoch. Ja. Das heißt, der muss ja wieder rausgehen. Ne? Und das ist halt das Problem. Deswegen geht es jetzt so schnell hoch. Also das war jetzt der Trade gewesen. Also der Trade, denke ich mal, ist so gut wie durch gewesen, aber war gut gemacht. Also wie gesagt, das ist dann, also das ist halt Handwerk, ne? Was man als Trader halt verstehen muss. Ja, genau. Also das war der Trade. Ne? Also das heißt, der hat den Trade ja gemacht. Ich sage jetzt mal 100 Kontrakte im Schnitt, 5 Punkte rausgeholt. Ja, weiß nicht, hat er was verdient, ne? Also ein paar Euros. Sagen wir mal 100 mal 5 mal 25, 12.000. Ne? Dann wäre der Trade okay. Aber gut gehandelt, also gut zu sehen. Ne? Und wenn er halt noch nicht komplett raus ist, wir können das ja nur abschätzen, wie viel gehört davon einem dominanten Trader von diesen Zahlen. Ne? Das kann ich nur abschätzen, da weiß ich auch nicht, wie viel das sind. Ja, aber es ist halt so, wenn man die Positionsgrößen von großen Tradern kennt, die gehen dann halt also von institutionellen, die gehen halt bis so um die 100 hoch. Und wie gesagt, wenn man dann das so ein bisschen zusammenzählt, immer mal so die 20er, dann kommt man da dann ungefähr dahin. Ja. Ansonsten, wenn da halt noch mehr dabei sind, ne, hier unten, das sind jetzt für mich dann alles Limits, die da gehandelt werden. Also jetzt könnte man überlegen, wenn die Verkaufsseite nicht mehr so groß ist, dann auch hier die Longs wieder zu handeln. Also wie gesagt, das wäre jetzt dann durchaus möglich dann. Aber dafür bräuchte ich auch ein Signal. Also ich würde es dann halt über den Candle-Chart ableiten, sagen halt oberhalb der 73, ne, wäre zum Beispiel sowas dann möglich. Oder ich würde jetzt sagen, okay, das wäre jetzt auch ein Thema, dass man sagt, naja gut, also wir haben jetzt den Durchstich wieder durchs Tagestief gesehen, kommen sehr schnell zurück. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass der Markt jetzt hier so rauspendelt, ich zeichne das jetzt mal ein, und der Abwärtsdruck lässt so ein bisschen nach, ja, dann kann es ja durchaus passieren, dass wir jetzt sowas hier sehen. Also wenn wir jetzt sowas hier sehen, dass der Abwärtsdruck hier ein bisschen nachlässt, der Markt pendelt jetzt hier unten rein und dann gibt es dann irgendwann die Eindeckung, das sieht so aus. Ja, also wenn man das dann kennt, dann kann man sagen, gut, ich lasse mich dann hier per Limit reinnehmen und stelle hier unten noch zwei Limits rein als Abstauber. Ja, also wenn ich das jetzt unterstelle, könnte ich jetzt hier die Long-Seite relativ komfortabel traden. Natürlich sollte ich den Trade nicht machen, wenn ich davon ausgehe, dass der Verlauf hier im Markt so aussieht. Bewegung, Korrektur und dann hier Bewegung und weiter runter geht, dann sollte ich logischerweise das nicht handeln. Ja. Ja, so. Gut, also hier die Limits gefüllt. Das heißt, der hat seinen Take Profit bekommen. Ne? Der hat seinen Take Profit bekommen. Irgendjemand ist dann wieder mitgegangen. So, jetzt gucken wir mal hier, wie die Limits jetzt hier reinkommen. Also ich kaufe mal hier den ersten rein. Das hat jetzt nichts mit Box Setup oder so zu tun. Also das Box Setup ist eins von ungefähr 10, 15 Setups, die ich halt handle. Wie gesagt, ich handle jetzt so ein bisschen hier, dass der Markt das hier absorbiert. Ich handle aktuell eins und würde jetzt hier dann noch einen zweiten reinstellen. Ja, und ja, gucken, ob man dann. Wie gesagt, ist jetzt sehr aggressiv mal gehandelt, aber kann sich durchaus rechnen. Und wenn der jetzt ausgestoppt wird, gut, dann ist es so, ne, dann geht man halt raus. Aber wir sehen jetzt hier minimale Absorption nennt sich das. Kann was werden. Ja, muss jetzt nicht zwingend. So, ich erhöhe mal auf zwei. Unten drei. Also wenn ich jetzt so sage, ich handle maximal 10 Positionen, dann würde ich ja aber auch nur bis 3 von 10 halt hochgehen. Ne? So hier oben könnte ich dann schon mal einen reinstellen und dann hier nochmal so. Und dann klicke ich mir das einmal rein. So, hier seht ihr das, das ist die Absorption hier. Jetzt kommt er hier, die Käufer. Merkt das? Jetzt läuft's. Mal gucken, wie stark sie sind. Ja, jetzt werden hier die Limits reingestellt. Wie gesagt, jetzt ist hier dieses Battle zwischen Käufer, Verkäufer hier und da seht ihr das, wieder 50 reingetackert. Zack, gekauft. Ja.
Ja, das heißt, die wollen jetzt da raus und so hoch wie möglich raus. Jetzt ist nur die Frage, wer ist halt größer? Die Market-Verkäufer versus Limit-Käufer. Ja, und das kann hier ein richtig, also man muss jetzt sagen, was ich jetzt nicht weiß, natürlich ist, der Markt kann jetzt auch nach unten abrutschen. Also es kann auch verkehrt liegen. Aber es kann halt sein, dass wir jetzt unten sind. Ja, und wenn die jetzt so plötzlich zumachen, alle, dann schnippt das ja gleich schön nach oben und da bin ich dabei. Also wie gesagt, das ist so Ausbildung, die ich halt in meinen Coachings halt mache. Ja, also den Markt lesen zu lernen. Ja, habt ihr jetzt ein bisschen einen kleinen Einblick mal bekommen. Ja, so, zack. Ja, der erste Trade. Und das muss man halt, ist halt Übung. Ja. Aber das sind eigentlich Trades, das sind für mich easy Trades, wenn man den Markt so lesen kann. Also hier, das lese ich dann aus dem Orderbuch heraus. Da komme ich im Candlechart relativ schwer drauf. Aber wenn ich ein Box-Setup hier unten hätte, komme ich noch drauf. Ansonsten im Candlechart komme ich schwer darauf. Wüsste ich jetzt nicht, warum ich dort einen Long unbedingt handeln sollte. Ja. Ja. Genau. Ja. Also, Frage war jetzt nochmal hier, die rechte Seite ist das, was ihr seht, ist der Ninja Trader, ist das. Aber schöner Long Trade, ne? Also wieder voll passend. Also irgendwie hier mit euch, also mit FX Flat, kann ich mich echt gut in den Markt reingrooven. Ja, sehr schön. Es gelingt mir eigentlich selten, ja, also dass ich wirklich so mich so reinbringe, ja, also in den Markt, ne? Also zumindest das auch vom Ansatz her, ne? Normalerweise, wenn ich so viel erkläre, verdattel ich oder verzettel ich mich dann auch manchmal mit der Position. Aber hier, das war echt gut zu sehen. Also wer es das als Video ist, ein super Lehrvideo, ja. Und ja, wie gesagt, das ist jetzt so das Orderflow-Trading so ein bisschen, ja. Weil, wie gesagt, ganz ehrlich, jetzt guck mal hier oben in den 30, ich lasse jetzt den Trade hier mal so laufen, die untere Limit lösche ich. Hier stelle ich mal nicht den Priax ein, dann mache ich mir hier PLH und Abstand über 3 Punkte. So. Heiko, da war noch eine Frage, wie man das Scalp-Terminal reinbekommt in den Chart. Ist das nicht automatisch dabei, wenn man das klickt oder muss man das nochmal? Kann man, oder? Und das weiß der Dirk, wo es ist. Im Reiter Trading ist das. Ah, und weiter Sorry, Trading. Terminal, Entschuldigung, Terminal. Terminal, Terminal, ja. Genau, im Terminal hier unten. Genau, hier unten im Terminal. Wo steht's? Da, Skype Terminal. Nee, doch. Ach so, hier. Ach, da kann man es off. Ah ja, hier, da. Hier, genau. Siehst du, ich wusste gar nicht, dass man es ausschalten kann. Ja. Genau. Ja. Ah, ich liebe ja mein TA20. Ich liebe ihn ja. So, wenn der Markt schnell ist. Ne? So. Ah ja. So, also wir haben jetzt einen schönen Trade wieder laufen. Also tolles Teil. Habe ich jetzt die Trades hier ausgemacht? Ne, es sind an. Wow. Also wirklich schön. Können wir eigentlich mal gucken, was heute hier so ein bisschen entstanden ist hier. Nee, das ist es nicht. Zeitraum anpassen. Today. Wie gesagt, und das mit der Klimperlei. Also es ist jetzt nicht, dass ihr irgendwie hohes Risiko gemacht habt, ne? Oder irgendwie megamäßig irgendwie hier 200 € riskiert habe, ne? So, mein, ja, ist schon mal okay, ne? Gut. Also wie gesagt, schöne Trades, also gefällt mir total super. Und diese Trade-BI-Linie ist halt auch, ich liebe sie auch, weil man einfach weiß, wo der Trade halt steht. Klar, das kann man sich auch dann hier oben anzeigen lassen, ja, wenn man jetzt wissen möchte, wie man in dem Trade steht. Aber wenn ich jetzt einfach hier das so sehe, na, jetzt gucken wir mal. Also wie gesagt, das war, also wer so ein bisschen Lust hat, hier Orderflow, wie gesagt, ist halt schon ziemlich fortgeschritten, aber das sind so Situationen, das war, ich sage jetzt mal, für mich halt einfach zu sehen. Ja. Aber ich wollte jetzt hier auch kein großes Brett aufmachen. Also wie gesagt, es ist, man darf das auch nicht überschätzen, weil der Order Flow ist auch nur ein Teil des Gesamten und muss nicht zwingend so laufen. Hier zum Beispiel haben wir jetzt aber eine Situation. Seht ihr das wie? Ach, das ist so super gewesen, ja. Und zwar kann man jetzt eigentlich hier, wenn ich jetzt aggressiv gehandelt oder handeln wollen würde, dann würde ich hier unten immer so Limits reinstellen und würde jetzt gucken, dass wir hier wirklich einen richtigen Bounce auf der Oberseite sehen und würde mich jetzt in eine Position hier mit reinbringen.
Warum stehen jetzt hier 0? Würde mich jetzt hier in eine Position dann reinbringen und würde die Position hochskalieren. Ja. Genau. So. Also innerhalb immer dieser 1-Minuten-Kerzen würde ich das jetzt machen. Ne? So, jetzt, wie gesagt, ich habe jetzt irgendwas habe ich ja hier eingestellt. Gerade hier ist auch einiges verschwunden, aber wahrscheinlich habe ich hier aus Versehen, was auch immer ich eingestellt habe. Was habe ich denn eingestellt wieder, Dirk? Aus Versehen. Bei meiner ganzen, ach, hier ist Stop-Loss 40 Cent. Das ist natürlich ein bisschen sinnfrei, gell? So, ich mache es jetzt einfach mal groß hier, ne? So. So, also ich mache jetzt mal so, ich würde hier so die Position hochscalen. Also ich habe jetzt wieder 4 CFDs drin. Ich könnte jetzt den Stop auf BE schicken, kann man ja auch ja relativ einfach machen. Ja, und klar, jetzt ist der ganz, ganz knapp, wenn die Kerze gut hält, ja, dann, und die nächste geht noch ein bisschen höher, dann würde ich hier oben wieder was rausskalieren, paar Trades, ja, und dann, wenn der Markt dann hier wirklich hochpusht, über das Hoch der 5-Minuten-Kerze handelt, wenn man jetzt mal den 5-Minuten-Chart hier mal groß macht, ja, wie gesagt, da habe ich jetzt keinen Spielraum, wo ich erst zu so spät angefangen habe und so eine kleine Position drin hatte, aber wenn jetzt der Markt hier dieses, die 5-Minuten-Kerzen, die Tiefs halt hält und geht jetzt höher, dann könnte der Trade jetzt genauso aussehen wie auch davor. Also es könnte, also ich bin jetzt plus minus null aus dem Trade raus, aber es könnte hier genau sowas entstehen. Das hier könnte genau auch hier entstehen. Oder auch wie vorhin hier. Sowas. Ja, das ist halt so ein Eiermarkt halt heute. Ja, ich habe jetzt den Stop-Loss auch ein bisschen zu knapp gesetzt, aber gut, wir haben jetzt einen Gewinn hier rausgeholt. Dann weiß nicht, ob das jetzt passt von der Rechnerei. Aber ich gehe jetzt mal davon aus. So. Muss ich doch nochmal aufbauen. Wir gucken mal hier unten. Ja, also das meiste Volumen, ja, wurde ja, jetzt weiß ich gar nicht, jetzt macht das nicht. Das meiste Volumen wurde von hier unten gehandelt. Also hier, das nennt sich ein sogenanntes Volumen-Retest. Das haben wir gestern in meinem Stream diskutiert. Da gab es diesen Volumen-Retest auch, der total super lief. Also der Markt fällt da drauf und dann geht's ab, die Luzi. Ja. So, jetzt hat sich hier das Orderbuch so ein bisschen geändert. Wir sehen jetzt teilweise auch größere Positionen auf sehr, sehr kleinen Raum. Das heißt, jetzt muss man hier zusehen, dass man hier aus den Shorts rauskommt. Man baut hier immer höher. Entsprechend versucht man die abzubauen, die Position. Und versucht jetzt große Verkäufer zu sehen und da rein die Position zu geben. Ja, hier unten diese 39 Kontrakte. Der Markt fällt runter und dann kauft er das. Also wird jetzt gleich ziemlich spannend werden. Also unterhalb der 67 gehe ich davon aus, dass wir den Plop nochmal Richtung 58 sehen. Solange wir das Level hier halten können, dann gehe ich davon aus, dass wir hier gleich, oder nicht gleich, aber demnächst jetzt da nach oben steigen können. Ja. Wie gesagt, ich habe jetzt den Trade sehr aggressiv und etwas spät aufskaliert. Also der Markt macht mich schon an für Long. Ne? Also so ist es jetzt nicht. Also es ist eigentlich jetzt nur Long zu handeln, glaube ich. Ja, das heißt, steht da. Das heißt, steht auf 0, habe ich jetzt hier. Ja, oder hier oben auf 0? Ne, da ist auch 1. Ja, vorne stand irgendwie was auf 0. Ich mache mal so. Ja. Also wird hier spannend. Also hier ist gerade so ein bisschen eine Fight um die 60. Das ist interessant. So. Ja, ich weiß, vielleicht für den einen oder anderen verwirrend. Ich will auch aber keinen verwirren, aber das ist nur mal mein Trading-Stil. Und wie gesagt, den möchte ich euch auch gerne näher bringen. Und deswegen halt auch. Muss ich das ja erklären, wie ich halt handle, ne? Oder auf was ich gucke. Ja? Auch wenn das für den einen jetzt oder anderen jetzt böhmische Dörfer sind, also so gewisse Wissenslücken, die jetzt auch nicht schlimm sind. Also jetzt Wissenslücken, wenn wir jetzt meinen Trading-Stil handeln wollen würden, dann wäre es für mich jetzt eine Wissenslücke oder für euch ist es eine Wissenslücke, weil ihr das nicht wisst. Aber das kann man jetzt auch nicht in einer Stunde erklären und ausgleichen, ja. Also, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass wir jetzt hier fertig sind mit der Short-Seite, dass die Long-Seite jetzt hier immer aggressiver wird. Ihr merkt das hier auch. Ihr seht manchmal jetzt große grüne Balken aufploppen. Ja, das heißt, die wollen raus aus den Shorts und halt immer noch so günstig wie möglich. Und je aggressiver jetzt der Markt wird, weil andere sehen das ja auch, je aggressiver der Markt wird, wird es mich nicht wundern. Ich weiß nicht, ob es kommt, aber dass wir plötzlich hier so eine ganz lange Kerze sehen, so 1 Minute so hoch. Ja, vielleicht ist es das jetzt sogar. Ja. So, und dann manche sagen dann mal, Heiko, du hast hellseherische Fähigkeiten, aber das ist gar nicht so. Ist am Ende nur ein gewisses Marktverständnis zu haben. Und wie gesagt, auch das ist auch so, dass es halt nicht immer passiert. Also wie gesagt, was ich sehe, das hier wieder reingeploppt. Jetzt mal gucken, wie es hält.
Ja, und in so einem Umfeld kann ich eigentlich relativ gut handeln. Das sieht vielleicht im Chart, im reinen Chart total dämlich alles aus oder auch schwer und nervig, aber ist eigentlich ein schöner Markt zum Handeln. Ne? Genau. Ja. Gut. Jo. Ja. Was wollte ich sagen? Ich habe noch eine Frage vom Teilnehmer Ja, für dich. nochmal. Ich habe jetzt gerade nicht in den Chat reingeguckt. Wir haben jetzt Aber ein bisschen kein das Problem, Ganze. ich wollte dich auch alles erstmal ausreden lassen. Was meinst du mit Wegschnupfen? Wegschnupfen ist halt, dass man hier, also wir haben ja hier, gut, dafür braucht man das Grundverständnis von dem Orderbuch. Wir haben jetzt, wenn ich jetzt das Bild hier anhalte, ich halte mal das Bild kurz an, dann ist es am einfachsten zu erklären, sonst. Wartet mal, ich warte jetzt mal kurz. So, ich halte das Bild hier mal an. Da mit weggeschnupft meine ich, wir haben ja vorhin gesehen, dass der Markt, also hier oben muss man erstmal wissen, das ist das Angebot. Ne? Also hier oben, die machen wir hier mal Pfeile. Also das alles, was hier rot ist, das ist alles Angebot. Ne? Also das heißt, es sind Limit-Verkäufer, Limit-Sell-Orders. So, und was wir vorhin in der Abwärtsbewegung hier gesehen haben, ist, der Markt hat diese Order weggehandelt. Also das heißt, es gab jemand, der hat Market gekauft, hat die Kontrakte weggehandelt, also weggeschnupft. Das ist das Wegschnupfen. Und da waren halt immer 10 oder 15 Kontrakte oder mal 17. Die wurden gehandelt, danach ging es aber vielleicht einen Tick höher und dann zack wieder runter. Ja? Und das in der Abwärtsbewegung. Also sieht man, dass hier ein Limitverkäufer hier drinne stand und der hat immer darauf gewartet, dass irgendjemand, vielleicht ein kleiner antizyklischer Trader herkommt und denkt, ach, das ist unten und kauft. Und da steht daneben stand ein passiver Verkäufer, der halt hier immer im Limit Sell drinne steht und darauf wartet, dass halt der Markt halt ihn bedient. Und damit hat er seine Position groß gemacht. Das heißt, wir hatten hier einen großen Verkäufer und viele kleine Käufer. Ja, also viele kleine, die hier gekauft haben. Ne? All solche kleinen Trader, die auf eine Unterstützung vielleicht noch handeln oder was auch immer. Und dann halt aus dem Markt rausfliegen. Ja? So, und das ist dann dieser Push hier. Das hier. So, und dann merkt der Große, okay, ich muss raus. Und das sieht man auch. Und deswegen geht der Große hier raus und jetzt kauft der Große in ganz vielen Positionen hier zurück und macht dann seinen Schnitt. Ja, und deswegen konnte ich jetzt hier unten die Longs dann mithandeln. Ja, that's it. Ja. Oh, hier. Jetzt müsste es auch einmal anzeigen hier, Dirk, das Box-Setup oder nicht? 10, passt doch alles. Gut, jetzt habe ich das hier nicht gehandelt. Ne? So, warum zeigt das nicht an? Maximum ist nicht erreicht. 20, 70% vom Körper. Müsste da eigentlich passen. Oder ist der wirklich abgestürzt? Das Box-Setup. So. Wie gesagt, der ist ja erster Test hier in 10. Give me the Signal. Ja, verrechnen tun sie sich nicht, ne? Aber das müsste eigentlich, das ist eigentlich nach Regelwerk passend. Warte, ich mache trotzdem mal. Ich mache es mal ganz kurz aus. Ist das alles so gespeichert? Wir gucken mal. On, off, on. Also normalerweise müsste das hier ein Signal sein. Ne? Frage, ob ich es gehandelt hätte, weiß ich jetzt gar nicht. Jein, ich glaube eher nicht. Also ich glaube, das hätte ich nicht genommen. Wäre aber aufgegangen. Ne? Es gibt, wie gesagt, gibt halt durchaus Phasen, wo ich halt, so jetzt ist ab. Nee. Gibt durchaus Phasen, wo ich halt nicht handle. Ne? Oh, nice. Was haben wir? Ach, wir haben es 11 Uhr. Gab es irgendwelche Zahlen? News? Oh, schön. So, jetzt ist ja ein bisschen Action Jackson angesagt. Gerade. Eine Zeiteinheit müsste ja passen. Faktor 5. Muss alles werden. Gut, also wir werden es überprüfen. Aber normalerweise müsste das hier eigentlich 1 gewesen sein. Zeiteinheit 1 Minute oder 5 Minuten passt. Passt eigentlich. Ja, gut. Ja. Ja gut, wir sind ja eigentlich eh fertig mit der Zeit. Also wie gesagt, wir werden das
hier alles überprüfen. Wie gesagt, als Bezahlversion wird es das auch erst geben. Ich habe kein, wir sind noch nicht, wir müssen darüber noch diskutieren. Wie gesagt, und es noch ein bisschen verfeinern und dann, wir werden euch informieren, wenn es dann rauskommt. Ne? Ah, da ist es. Okay. Also wie gesagt, die Sache ist halt die, es ist auf der einen Seite schön, dass man mit dem Body und das alles einstellen kann, ne? Aber auf der anderen Seite muss man jetzt auch rauskriegen, wie oder welche Werte sollte man denn einstellen. Ne? Und jetzt hat der Markt halt angezeigt, ne? Weil hier die Kerze doch einen ziemlich langen Body hat. Siehst du? Zum Beispiel ist es jetzt so, dass wenn ich jetzt sowas sehen würde, ich handle das, aber das Regelwerk wäre jetzt nicht 100% erfüllt, weil der Kerzenkörper und die Lunden, also weil der Kerzenkörper einfach zu klein ist von der Gesamtkerze. Ja, wenn ich hier 80% einstelle, dann ist der Kerzenkörper zu klein, dann gibt es das Signal nicht. So, und jetzt ist aber so wiederum, um einfach zu verhindern, dass halt dauernd, wenn Dochte und Lunden sind, ne, und die Kerzenkörper zu klein sind, dass man dann zu viele Signale bekommt, haben wir das eigentlich eingeführt. Ne? Und jetzt wäre es so, dass es halt nach Regelwerk jetzt dann kein Signal wäre. Ne? Also wie gesagt, das sind halt so diese kleinen, feinen Justierungen, die man dann halt vornehmen muss oder die halt ein Vor- oder aber auch ein Nachteil sein können. Ne? Das ist halt das, woran wir dann noch ein bisschen arbeiten müssen, sicherlich. Und wie gesagt, ich habe es bis jetzt halt immer aus der einfach nur so gehandelt, wenn es mir halt in Kram gepasst hat. Wenn man es jetzt als Signal halt ausspuckt, dann merkt man erstmal die Details, auf die man vielleicht selber nicht geachtet hat. Ne? Wer Fragen auch noch so an mich hat, wie gesagt, die beste Plattform ist hier diese Plattform über Guidance. Das ist die eine Plattform, über die ihr mich jederzeit erreichen könnt. Ja, nochmal in den Chat hier reinkopiert. Und ansonsten natürlich meine Homepage. Ne? Also natürlich, gut, klar, wer sie nicht kennt, ja, der weiß es nicht. Also skalptrading.de. Da sind auch nochmal, da wird dann auch nochmal was erscheinen. Und hier könnt ihr mich dann auch anschreiben unter info@skype-trading.de. Könnt ihr auch, wenn ihr jetzt sagt, okay, so ein Coaching, das täte mich mal interessieren. Ich bin aber relativ ausgebucht, das sage ich jetzt gleich schon. Es kann sein, dass vielleicht dieses Jahr gar nichts mehr zustande kommt. Ne? Also ich bin eigentlich ziemlich voll. Ne? Ich habe aktuell, weil ich das halt, wie gesagt, intensiv mache, kann ich halt maximal 4 Leute gleichzeitig betreuen. Ja, andere. Mehr kann ich nicht betreuen, ja, denn sonst kriege ich die anderen Arbeiten wieder nicht. Und wie gesagt, hier wird dann über den SEO Trader auch weitere Updates dann kommen. Ja. Und da könnt ihr ja mal reingucken. Ja, und euch dann da die Infos holen. Ne. Wie gesagt, am besten, wenn ihr Lust habt, dann gerne über FX Flat hier Live-Account, dem Account über meine Seite öffnen. Ja, und dann für MetaTrader 4 oder 5 könnt ihr das Ganze auch testen, für die, die halt noch gar nicht bei FX Flat halt sind, noch keinen Account haben, könnt ihr das entsprechend dann ja hier nochmal auch nachschauen, was jetzt ja alles im Chart angezeigt wird, was jeder Punkt hier bedeutet, habe ich hier alles mal fein säuberlich aufgelistet, ja, und dann kann man sich das hier alles mal angucken, das Ganze. Ja. Dann noch eine Frage, fast 10 Punkte Differenz zwischen FDAX und DAX 30, ja. Das ist relativ wenig, ne? Früher bei höheren Zinsen waren die Unterschiede eher 50 bis 60 Punkte. Ja, aber das sind aktuell die Unterschiede. Und was jetzt auch ja neu ist, seht ihr mal hier, der FDAX. Normalerweise müsste der FDAX immer über dem DAX 30 notieren. Und seit ein paar Jahren aufgrund des niedrigen Zinsumfeldes ist es so, dass jetzt in der Phase der FDAX sogar unter dem Kasse DAX notiert. Also normalerweise müsste, also normalerweise die letzten, ich sage jetzt mal 15 Jahre, war der FDAX immer über dem DAX. Ja, da sah das so aus. Wir hatten hier unten den DAX-Kurs gehabt, halt, hier unten den DAX-Kurs gehabt, ja, so, und der FDAX ist dann hier drüber gelaufen. Ne? Und im Laufe der Laufzeit, also ne, bis zum großen Verfall, baut sich dann dieses sogenannte Aufgeld dann halt ab. Ne? Und dann irgendwann ist der, so das hier wäre sozusagen normal. So, das ist normal. Heute, machen wir ein H rein, für heute ist es so, der DAX läuft, na, so, und der Future ist aktuell darunter. Das hat was mit Haltekosten zu tun,
Ja, und dann kann es sein, dass er manchmal drüber geht und erst in der Laufzeit am Ende ist das dann gleich plus minus null. Das hat was mit ja, Haltekosten zu tun, mit Dividenden zu tun, mit Steuerverrechnungen zu tun, das Ganze. Und deswegen sieht das heute so aus. Ne? Früher war das immer die Normalität auf Geld. Ja? Wir teilweise, wo wir irgendwie noch 4% Zinsen hatten, ja, kann man sich ja ausrechnen, ja, wie 4% Zinsen aufs Jahr, ja, macht halt 1% Unterschied. Ne? Wenn der DAX bei 10.000 Punkte steht, 1% halt davon weg. Ja, waren dann halt 100 Punkte auf Geld. Das heißt, da war der Unterschied dann 100 Punkte oder so. Nee, das sind ja 10 Punkte. Aber vielleicht jetzt auch verrechnet. Also früher oder die Zinsen waren ja auch mal höher bei 6% oder wie auch immer. Also da gab es dann halt Abstände von 30, 40 Punkten halt durchaus normal. Ne? 30, 40 Punkte. Aber das sind alles Themen, die muss man dann halt, wenn man dann mit dem Future-Handel beginnt, dann mal wissen. Genau. Gut, ja. Genau, so gut. Naja, da hätten wir es für heute, wa? Also es war wieder ein super Webinar. Ja, bisschen Gewinn gemacht. Ich konnte ein bisschen was demonstrieren. Wie gesagt, ihr habt jetzt die Vorstellung kostenfrei für euch, wenn ihr das gerne möchtet. Dieser M-Candles-Indikator nur viel, viel besser jetzt als Overlay. Wenn ihr das gerne möchtet, ist kostenfrei für jeden im StereoTrader dabei. Das heißt, der Dirk wird das jetzt die nächsten Tage oder vielleicht sogar heute noch ermöglichen, dass ihr das einfach dann installiert und dann ist das bei euch drin. Ja, weiß jetzt nicht, ob wir es als Box-Setup machen oder als B-Box oder wie auch immer, aber das werdet ihr dann da drin sehen und dann könnt ihr euch das dann runterladen. Genau. Aufzeichnung heißt X-Frame und Box-Setup. Okay. X-Frame ist auch ein gutes Wort. Genau, Aufzeichnung, wenn der Nelson nichts verkehrt gemacht hat, dann wird FX Flat bei auf dem YouTube-Kanal das dann online stellen. Genau. Und Ich wie hoffe gesagt, nicht, das. dass ich was verkehrt gemacht habe. Ja, ich mache mal an der Stelle die Verabschiedung. Also es war wieder ein super tolles Webinar. Wie gesagt, der Nelson hat mich breitgeschlagen. Nee, ich habe es von mir aus gemacht. Am 5.12. wird es nochmal ein Webinar geben. Dann ist bis dahin ist auch das Add-on ja final. Ja, ansonsten würde ich mich freuen, wenn er halt meinem YouTube-Channel folgt, bei Guidance mir folgt oder ja, über meine Homepage mich anschreibt, wenn er da Interesse habt, für ein Coaching oder was auch immer oder eine Frage habt, die jetzt vielleicht nicht beantwortet wurde, dann könnt ihr das gerne dagegen tun. Aber bitte fragt mich nicht nach dem M-Candles-Indikator. Ja, gut. Ja, hat riesen Spaß gemacht, der Tag heute. Ja, und wie gesagt, wenn euch das gefällt, dann lasst einen Daumen nach oben da bei dem Video. Und ich freue mich immer über Feedback. Und wenn wir uns nicht mehr sehen, also ich bin auf der WOT, bin ich auch zugegen und ansonsten dann spätestens am 5.12. Ja, und bis dahin wünsche ich euch erfolgreiche, gute, coole, tolle Trades. Ja, und wie gesagt, ich hoffe, dass ich hier einen ganz guten Einblick in mein Live-Trading oder meinen Ansatz mal zeigen konnte. Und wenn euch das gefällt, ihr wisst ja, wo ihr mich findet. In dem Sinne, euch noch einen schönen Trading-Tag und rüber zu FX Flat. Und vielen Dank für die Einladung. Ja, vielen Dank, Heiko. Das hast du. Super Einblick heute wieder in dein Trading. Noch vielleicht kurz, bevor jetzt alle gehen. Dirk schreibt auch gerade, dass circa ab 12 Uhr der Indikator dann im Installationsmanager zur Verfügung steht. Dann können Sie nachher mal schauen. Und ansonsten, ja, vielen Dank für die Teilnahme. Wieder heute super besucht. Die Aufzeichnung kommt so schnell wie möglich online. Sieht soweit gut aus, dass die Technik mitgemacht hat. Und bis dahin wünsche ich Ihnen natürlich noch eine schöne Restwoche. Danke für die Teilnahme, danke für die Fragen. Passen Sie auf Ihre Trades auf und dann hier mit Heiko wieder zusammen am 5.12. Also, bis dahin, Dankeschön, tschüss.